Meine Fantasie gibt dir gar nichts an, ey. So. Dann Hydrazin. Wir werden mal sozusagen erstmal gleich tanken. Und dann werden wir gleich neues Hydrazin binden. Wir werden sozusagen gleich dann den Sonnenschein ausnutzen, während ich da am Ärzten bin. Die Batterien sind auch schon wieder voll. Wie geil. Sehr schön. Einmal. Ja, hier passt ein bisschen mehr rein. Da passt ein bisschen mehr hinein. Brach das kleine Exolein. Eine Forschung ist gerade durch. Gerade durch, gerade durch. Ja, seht ihr. Also wir haben gerade mal knapp über die Hälfte gefüllt, ey. Aber das brauchen wir auch. Das brauchen wir. Also so ein interplanetarer Transfer, der frisst ein bisschen mehr Strüfte. Eins, zwei, drei. Dann nochmal. Eins, zwei, drei. So, das ist schick. Den starten und den starten. Okay, die hydrazieren. So, die Kappe, Windcharging, Discharging, go. Danke. Und ab dafür. Wir wollen mal gucken, wo wir etwas Gemisch herankriegen. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen mal diesen Kursus. Schön sachte fahren. Ihr kennt das Problem ja mittlerweile doch ganz gut. Da vorne sieht es nach Gemisch aus. Nee, das ist Harz. Oder? Ja, das ist Harz. Gemisch war ja eher so bläschenmäßig, hä? Aber ich sollte mir mal eine neue Markierung hier setzen. Damit ich weiß, da ist die Heimat. Da ist die Heimat und die Heimat war schön. Ah, wieder falsch rum. Da ist die Heimat war schön. Sehr gut. Und es wird wieder dunkel, na toll. Hier ist ein Loch. Nicht reinfallen, danke. Was ist das für eine sehr interessante Gesteinsformation hier? Es ist eine interessante Gesteinsformation. Incoming Wind. Er kommt genau auf uns zu. Wir werden ihn etwas ausweichen. Ja, fahren bei äußerst schlechten Bedingungen.de. So, parken wir uns mal hier unter. Aber Kisten scheinen jetzt nicht zu kommen. Wir sind relativ safe. Da können wir auch wieder hoch eigentlich. Boah, wir sehen hier gar nichts. Wenn ich sage gar nichts, dann meine ich das auch so. Wow. Na? Geht's dir wieder weg, Sturm, oder nicht?
Vor allen Dingen, wir haben Sturm, aber das Windrad funktioniert nicht. Das finde ich faszinierend. Wieso? Was ist an diesem Spiel falsch? Daran sieht man, dass der Sturm gar nichts mit Wind zu tun hat. Hä? Ja, also wir kamen irgendwie von der Seite. Müssen wir auch wieder auf die Seite zurück erstmal. Stimmt, da ist diese Steinsformation. Genau, da ist unser Zeug. Das heißt, wir werden uns mal hier auch einen Marker setzen, ne? So, danke sehr. So. Ich möchte hier nicht die Orientierung verlieren. Dazu habe ich wirklich keine Lust. Oh, das könnte gemischt sein. Das könnte gemischt sein. Es ist gemischt. Oh, ist das geil. So, pass mal auf. Wir parken uns mal hier ein bisschen intelligent ein. So in der Art. Yeah, wir haben ein Gemisch. Yeah. Yeah, noch mehr. Gib's mir. Und zwar das Gemisch, nicht was ihr denkt. So. Und weiter geht's. Nächste Ebene. Ah, ja. Da ist noch ein bisschen... Ah, so ein Mega-Vorkommen ist das jetzt nicht. Ja, es ist jetzt nicht das Hypervorkorb gewesen. Ha? Machen wir hier so. Hier wird es ein bisschen kompliziert mit den Anti-Aliasing. Weil es so eine komische Hügelkette war. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Oh, es klappt. Es klappt, es klappt, es klappt. Wow, es hätte schlimmer sein können, aber es ist schlimm. Wow. Es ist so schlimm. Ja, es ist das Gröbste. Aber so, es geht. Ich hab schon schlimmere Verbuddelungen gemacht. Es geht sogar, wirklich. Okay. Gut, wir haben Gemisch. Wobei ich schon fast die Ahnung habe, dass wir vielleicht sogar noch mehr brauchen werden, aber... Das werden wir sehen, ne? Da sind zweimal Höhleneingänge oder sowas. Nee, naja. Hier ist nochmal Harz. Wir haben so verdammt viel Harz. Warum? Oh, yes. 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 Geht doch. Vier Slots hätte ich sogar noch. Zwei Slots hätte ich noch im Fahrzeug. Also ich kann zwei Nupsis verlieren. Ein Nupsi. Zweiter Nupsi, danke. Ich hätte noch eine Transportbox mitnehmen sollen oder so. Nee, egal. So. Ja. Gut. Wir haben Gemisch gefunden. Definitiv jetzt.
Ich fahr fast wieder zu schnell. Ich sollte das Tempo etwas reduzieren. Ja, gut, alter Tempotaschentuch. Hashtag Werbung, Hashtag Dauerwerbesendung, oh yeah. Das Lustige, ich hab selber dieses Produkt gar nicht. Ich hol mal die ganz, ganz billigen. Ja, ist eh nur für die Nase. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ich so richtig Rosteritis habe, dann benutze ich Taschentücher sowieso nicht. Weil dann nehme ich ja Toilettenrolle. Dreilagige Toilettenpapier, ja. Ohne Bärchen übrigens. Ja. So mach ich das. So, schicke Park. Also, parken wird immer besser hier. So, großes Lager. Ja, ich muss das raufpacken, das ist blöd. Warte mal. Packen wir erstmal das hier sogar rauf. So, ja, das ist schön. Ja, jetzt ist es super. So, dann drucken wir das mal. So, der wird gedruckt. Dann brauche ich für die neue Basis. Inhabited. Da brauche ich Kupfer. Zweimal. Inhabited. Inhabited. Kupfer zweimal. Danke. Inhabited. Das heißt, einmal Kupfer hier, einmal Kupfer auf der anderen Seite. Das heißt, wir drucken einmal Abitit. Dann brauche ich... das muss ich echt knallhart überlegen. Wir brauchen eine Bodenplatte. Wir brauchen eine Bodenplatte. Dann müssen wir mal hier kurz mal reingucken. Mittelgroßer Fabrikator. Ja, einen Fabrikator brauchen wir eigentlich auch. Guck mal, irgendwo hatten wir doch noch einen Fabrikator übergehabt, weil ich einen sogar noch gebaut hatte oder so ähnlich. Da war doch was gewesen, ne? Wir haben noch... Was wir dann auf der Raumstation, auf der Mondbasis nicht verwenden konnten. Oder? Wobei, wir können ja auch diesen Drucker da auch noch rüberschleppen. Einen Drucker rüberschleppen, ne? Könnten einen Drucker rüberschleppen. Kriege ich die nicht mehr entkoppelt? Ist ja gute Frage. Vielleicht muss ich dann erstmal den entkoppeln dafür. Warte mal. Kriege ich den nicht mehr entkoppelt.com? Sieht nicht so aus. Okay. Versuch was wert. Nein, ich hatte es doch gerade gehabt. So. So, also, wir haben einmal das Ding hier. Da könnte ich zweimal Ressourcen noch rankloppen. So rein theoretisch. Das heißt, was drucken können wir uns denn noch drucken? Habitat, Solarmodul, offene Einsätze, mittelgroßes Lager, Windturbine. Ich weiß nicht, ob ich da zweimal Lithium. Wie viel Lithium haben wir denn eigentlich noch? Lithium. Puh. Wir haben ja nicht viel gehabt haben. Wenn überhaupt noch. Ich denke, wir haben davon nicht mehr viel. Hier ist einmal Lithium, hä? Nee. Ansonsten nehmen wir die kleinen Solarmodule mit und so eine Grütze.
heißt, Leute. Komm mal her, hier. So. Dann noch ein zweites Solarmodul. Irgendwo müssen wir noch ein kleines Modul haben. Mir ist zumindest so. Harz. Hier ist das große, Groß, groß. Machen wir da noch was dran, ne? Gut, das heißt. Quatsch. Hier. Was brauche ich für das Solarteil? Kanister. Verlängerungen. Energiezellen. Kanister. Kleines Solar. Braucht Kupfer. Na, Kupfer haben wir doch. Wenn wir nichts haben, aber Kupfer haben wir. Boah, ja, natürlich droppt mir das da rum. Was denn jetzt da überhaupt? Doch, ja. Sorry. Sah gerade so komisch aus. So. Das heißt, wir haben zweimal zumindest Strömling in. Das Modul ist komplett zugebaut. Passt. So. Jetzt brauchen wir die Blöcke. Wir brauchen einmal einen Block für den Boden. Das machen wir den Drucker hier. Mittelgroßer Fabrikator Harz. Also das brauchen wir ja auch. Die Fabrikatoren, also Harz. Ja. Ich und mein Harz. So, einmal Harz, nochmal Harz. Sehr schön. Ja, ich weiß, ich stehe dir im Weg. Plattform mal bitte drücken. Häschel. Ich sollte mir dann die Batterien noch welche mitnehmen. Aber das mache ich, glaube ich, mit einem kleinen Lager nochmal. Oh, wir müssen uns noch ein Lager... Oh. Dass wir ein bisschen Material rüberkriegen und so eine Grütze. Oh Gott, das wird echt noch viel. So, das ist das Lager. Ich meine die Plattform. Jetzt brauchen wir... einen Drucker. Welchen Drucker? Was für ein Drucker ist das eigentlich? Ist der mittelgroße Fabrikator. Stimmt, den brauchen wir jetzt. Den mittelgroßen Fabrikator. Was habe ich hier für einen Fabrikator? Was kann ich hier für einen bauen? Solarmodul, Verbindung, Kanister. Das ist ein kleiner Fabrikator. Verlängerung. Das ist der mittelgroße Fabrikator. Solar, mittelgroß. Was war das? Mittelgroß was? Lager. Habitat. Lager bräuchten wir eventuell. Schauen wir mal hier. Kuh. Mittelgroßer Drucker. Mittelgroßer Drucker ist dit. Forschung, Aufzugstreibstoff, große Plattform. Mittelgroßer Fabrikator. Habe ich den noch nicht geforscht? Mittelgroßer Fabrikator. Ja. Schubidu.
bin gerade überfordert.